verabredet. Jetzt zum Tagesordnungspunkt 8.4. Das ist die Bürgerbeteiligungssatzung. Und hier ist interfraktionell die Einreicher. Mir signalisiert, dass die Einreichung übernimmt Herr Schmählich. Na? Ich habe nicht verstanden. Fraktionsrunde. Wird eingebracht der Ersetzungsantrag? Oder machen wir das auch Fraktionsrunde? Dann beginnt die Fraktionsrunde mit der SPD, Herr Triefs. Der möchte auch in der nächsten Runde dann. Dann ist der Nächste, der dran ist, wäre die FDP. Wird da das Wort gewünscht? Auch nicht. AfD das Wort gewünscht? Sehe ich nicht. Bürgerfraktion das Wort gewünscht? Nein. CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns? Nein. Linke, Herr Engemeyer. Herr Drautz. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte tatsächlich noch ein paar Dinge zur Bürgerbeteiligungssatzung ausführen. Ich hatte bereits gesagt, dass wir damit die Bürgerbeteiligung tatsächlich vom Kopf auf die Füße stellen wollen und eben dafür sorgen wollen, dass es einen verbindlichen Rechtsanspruch darauf gibt, Beteiligungsformate nach Wahl der Bürgerinnen und Bürger zu starten. Denn Bürgerbeteiligung aktiviert die Kompetenzen aller Menschen. Und ganz wichtig, sie gibt den Entscheidungsträgern auch ein Meinungsbild. Und dieses Meinungsbild ist eben dann möglicherweise deutlich qualifizierter, als es in einer Einwohnerversammlung derzeit ist. Denn dort bekommen wir im Prinzip die Meinungen mehr oder weniger gelistet, was sozusagen an verschiedenen Vorschlägen kam. Sie sind nicht gewichtet, wie viele der Bürgerinnen und Bürger sie vertraten oder dergleichen. All diese Möglichkeiten aber, ein gewichtetes Votum, vielleicht sogar einer solchen Versammlung, bietet die vorliegende Bürgerbeteiligungssatzung. In der Politikwissenschaft werden derzeit 5 Formen der Bürgerbeteiligung unterschieden. Die erste Stufe, das ist das bloße Informieren. Das tun wir schon. Vielleicht noch nicht gut, vielleicht noch nicht früh genug, aber wir tun es. Die zweite Stufe ist das Konsultieren. Dort wird einfach gefragt, gebt uns Input, der wird irgendwie gesammelt. Auch das tun wir mit der Einwohnerversammlung gelegentlich. Die nächste Stufe ist das Einbeziehen. Dort gibt es vielleicht schon Dialoge. Es gibt sozusagen ein Wechselspiel aus Input und vielleicht auch Verbesserungsvorschlägen der Bürger. Das tun wir nur in einzelnen Werkstattverfahren. Sehr selten, eher selten. Was wir hier anstreben, ist eine echte Form der Kooperation, wo Bürger Input geben, die Verwaltung vielleicht darauf auch aufbauend bessere Vorschläge macht, die dann am Ende umgesetzt werden. Und die letzte Stufe, nämlich das Ermächtigen, Bürger zu ermächtigen, ihre Entscheidungen zu übernehmen, das dürfen wir leider nach sächsischer Gemeindeordnung nicht. Wahrscheinlich auch eher der rechten Seite des Hauses im Landtag geschuldet. Ich möchte noch ein paar Dinge ausführen, die auch dafür sprechen, heute hier einen großen Schritt für Bürgerbeteiligung zu gehen. So spricht sich unter anderem der Deutsche Städtetag explizit für eine derartige Erweiterung aus. Er sagt, dass das eben ein Mittel ist, um auch Frust mit der Politik, Frust mit einzelnen Entscheidungen vorzubeugen und abzubauen zu helfen. Und eben auch unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen vielleicht zu aktivieren. Aber das ist auch eine Aufgabe. Denn wir wissen alle, dass zu den Einwohnerversammlungen vielleicht tatsächlich vorrangig sehr aktive Bürgerinitiativen, Menschen, die sich bereits jetzt engagieren, vielleicht auch in Parteien, vielleicht auch nicht, aussprechen. Die Aufgabe, die hinter so einer Bürgerbeteiligungssatzung steht, ist es auch, eben jene Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren, ihre Meinung zu sagen, ihre Vorschläge einzubringen, die das bisher nicht oder zu wenig tun. Und das hat auch der Deutsche Städtetag gesehen. Und deswegen haben wir in dieser Bürgerbeteiligungssatzung aufgenommen, dass wir eben tatsächlich uns auf den Weg machen und Wege finden, wie wir jene Bürgerinnen und Bürger erreichen, die bisher vielleicht sich nicht die Zeit nehmen, vielleicht sich auch die Zeit nicht nehmen können, weil sie eben an den Abenden vielleicht in Schichtarbeit irgendwo arbeiten müssen,
familiär eingebunden sind oder aus anderen Gründen an den bisherigen Beteiligungsformaten schlecht teilnehmen können. Aber diese Überlegung, wie wir die Bürgerinnen und Bürger aktivieren können, die müssen wir auch amtsübergreifend machen. Da hilft es eben nicht, wenn wie bisher die Verwaltung in einzelnen Fachbereichen das vielleicht sozusagen schon sehr engagiert tut, aber die Erfahrung vielleicht eben nicht an andere Fachbereiche weitergeben kann. Wir wollen diese strategischen Überlegungen zentral anstellen. Wir haben auch schon bestimmte dieser Gesichtspunkte in der Satzung verankert, so zum Beispiel zur Jugendbeteiligung, die wir dadurch stärken wollen, dass dort die Voten, das heißt die Unterschriften, die nötig sind, um die Formate zu initiieren, erheblich geringer sind. Ich möchte noch ein paar Erwägungen erwidern, zum Beispiel auf was Herr Brauns sagte, nämlich den Vorwurf des der Bürokratie. Sie haben, ich habe Strichliste gemacht, es waren 3 oder 4 oder 5 Mal irgendwas von irgendwelchen Monstern erzählt. Mitnichten. Mitnichten. Es ist kein Bürokratiemonster, das wir damit schaffen. Im Gegenteil. Wir ermöglichen Bürgerbeteiligung nach Maß, genau dort, wo die Bürgerinnen und Bürger es wollen. Wir haben eben kein bürokratisches Standardverfahren, das immer durchlaufen wird, das jedes Mal Aufwand betreibt, sondern der Aufwand wird nur dort getrieben, wo die Bürgerinnen und Bürger es gewünscht haben. Und das ist doch gut und richtig. Und wenn Sie sagen, dass Sie nichts gegen Bürgerbeteiligung haben, dann bringen Sie doch Ihre Veränderungsvorschläge. Sie haben es nicht in der interfraktionellen Arbeitsgruppe der Verwaltung, mit der Verwaltung getan. Sie haben es nicht hier in dem Gremienverlauf getan. Nein, Sie ziehen sich einfach auf die Fundamentalopposition zurück. Sie lehnen es einfach ab, ohne jegliche konstruktive Vorschläge. Und damit zeigen Sie eben auch, dass Ihnen Bürgerbeteiligung tatsächlich nicht so wichtig ist, dass Sie daran konstruktiv mitwirken wollen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Danke. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen und jetzt Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf der Tribüne und im Livestream. Diese Bürgerbeteiligungssatzung für Dresden hätte das Zeug gehabt, ein Musterbeispiel für gründliche und auch ernsthafte politische Arbeit dieses Stadtrates in die gesamte Amtszeit zu strahlen. Sie hätte diese Chance gehabt, weil, im Gegensatz zu dem, was Herr Jilke hier gesagt hat, dies ist kein Wahlkampfgetöse. Diese Bürgerbeteiligungssatzung war im Übrigen schon bereits Grundlage und Teil der Kooperationsvereinbarung von Rot-Grün-Rot 2014. Wenn Sie ein bisschen was Konstruktives geleistet hätten, dann würden Sie solche Zwischenrufe nicht machen, weil zuerst waren wir am Tisch des Oberbürgermeisters, der auch durchaus Interesse bekundet hat. Dann haben wir, deshalb sage ich, es wäre ein Musterbeispiel gewesen, im Mai letzten Jahres diesen Antrag eingebracht. Dieser Antrag wurde in allen Ortschaftsräten beraten, in allen damals noch Ortsbeiräten beraten, kam zurück. Alle Anregungen, die in diesem ersten Beratungsgang aufgekommen sind, haben wir eingearbeitet in den Antrag. Deshalb gab es noch einen weiteren Änderungsantrag. Es ist abermals in die Gremien gegangen. Und, wissen Sie, immerhin mit 7-3, also 7 positive Voten, 3 negative Voten in den Stadtbezirksbeiräten, hat man sich für diese Bürgerbeteiligungssatzung ausgesprochen. Das würde ich dann Ihnen auch mal empfehlen, einfach ernst zu nehmen. Dieser Prozess hätte die Chance geboten, Herr Dr. Brauns, das Bedenken, und wenn Sie sagen, ein bürokratisches Monster, dann kommt ja darin zum Ausdruck, dass Sie Änderungswünsche gehabt hätten, dann hätten diese Bedenken auch vielleicht durch eine ernsthafte Beratungsarbeit Ihrer Fraktion ausgelöst werden können. Es ist nicht der Fall gewesen. Ihre grundsätzlichen Bedenken,
dass nämlich Bürgerbeteiligung, und das ist genau das Problem, dass offensichtlich jeder diesen Begriff in den Mund nimmt, aber die wenigsten wissen, was darunter verstanden wird. Sie möchten Bürgerbeteiligung gewähren. Und diese Satzung beinhaltet den Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger über ihre Angelegenheiten, auch im Zweifelsfall mit einem mit konkreten, verschiedenen abgestuften Maßnahmen auch sich Gehör zu verschaffen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ein Rechtsanspruch auf Bürgerbeteiligung zur Gewährung. Und so weit wollten Sie einfach nicht gehen. Ja, Sie können da gerne dazwischen quatschen, Herr Krüger. Sie nehme ich sowieso politisch nicht mehr ernst. Sie nehme ich nicht mehr ernst. Leider hat sich aber keiner von Ihnen, die jetzt hier kritische Worte wählen, an genau diesen Beratungen beteiligt. Bei der CDU hat mich das jetzt nicht gewundert, bei der FDP hätte es mich auch nicht gewundert, weil ich der festen Überzeugung bin oder war bis heute, dass Sie selbstverständlich zustimmen. Weil in der eigenen Bilanz Ihrer Fraktion steht drin, dass Sie es begrüßen, dass diese Bürgerbeteiligungssatzung kommt. Dass Sie sich darüber gefreut haben, dass in den Stadtbezirksbeiräten auch übrigens Vertreter der FDP dem zugestimmt haben. Warum Sie jetzt heute kneifen, warum Sie heute formulieren und Angst haben, also Ängste vor den Bürgerinnen und Bürgern, vor dem Willen der Bürgerinnen und Bürger formulieren, da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür habe ich kein Verständnis. Und auch die CDU, nimmt das ja auch immer sehr leichtfertig in den Mund. In der gerade erschienenen Broschüre Januar 2019, auf uns ist Verlass, heißt die im Übrigen, ganz lustigerweise, wird Ingo Flemming zitiert mit Bürgernähe und Bürgerbeteiligung sind mir ein wichtiges Anliegen. Dann beweisen Sie heute einfach mal, wie wichtig Ihnen dieses Anliegen ist. Fahnen schwenken und proklamieren in Wahlkämpfen, das ist keine Politik. Wenn es konkret wird, müssen Sie konkret werden. Und ich bin deshalb besonders froh darüber, dass die Bürgerfraktion erklärt hat, dass sie diese Bürgerbeteiligungssatzung ein Mehr an Demokratie für die Dresdnerinnen und Dresdner hier heute befürworten wird. Und ich bin sicher, dass wir einen weiteren Schritt für mehr Bürgerrechte in dieser Stadt mit dem heutigen Beschluss erreichen werden. Vielen Dank und ich freue mich darauf, dass dieser Antrag eine Mehrheit bekommt. Nächste Wortmeldung, Herr Gielke und dann Herr Dr. Brauns. Verehrter Herr Schmählich, was Sie jetzt hier gesagt haben, ist ja alles ganz nett. Aber mal ganz ernsthaft, Sie wollen von Bürgerbeteiligung reden? Schämen Sie sich nicht? Wir haben seit mehreren Jahren Bürgerbeteiligung auf der Straße, gegründet nach dem Grundgesetz Artikel 8. Aber nein, Pegida wird immer wieder von Ihnen runtergemacht. Sie hetzen. Sie hetzen gegen Bürger, die auf die Straße gehen, für eine Meinung. Sie mögen diese Meinung nicht. Natürlich ist doch in Ordnung. Sie müssen diese Meinung nicht mögen. Das nennt man nämlich Demokratie. Gerade die Grünen-Fraktion sagt immer Toleranz. Wo ist denn Ihre Toleranz? Und wo ist bitte schon Ihre Bürgerbeteiligung? Fangen Sie mal an die eigene Nase zu fassen. Und ich wiederhole es gerne noch einmal. Der Umgang, den Sie haben mit den Ortschaftsräten, mit den Ortsbeiräten und jetzt Stadtbezirksbeiräten, ist eine Peinlichkeit. Sie sollten nicht von Demokratie reden. Das haben Sie nicht drauf. Danke. Als nächster Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Schmählich, bevor man etwas anfasst und meint, man müsse etwas machen, gehört doch die Analyse. Brauchen wir das? Ist das notwendig? Und bringt es jedenfalls dann, wenn ich eine solche Notwendigkeit befürworte, bringt es das, was Sie machen, dann auch, kommt man da zu dem gewünschten Ziel? Und unsere Analyse ist, und das habe ich versucht darzulegen, ist, dass es um eine effektive Bürgerbeteiligung geht, dieses schlicht nicht notwendig ist. Und es geht eben nicht, wie Herr Drews gesagt hat, um eine Selbstbestimmung. Und es ist doch einfach fadenscheinig, scheinheilig. Das Einzige, was aus dieser Bürgerbeteiligung in eine Form gegossen herauskommen kann, jeder, der das macht und die Satzung nicht wirklich bis zu Ende liest, der denkt, ich mache hier so etwas wie einen Bürgerentscheid, dann habe ich eine Bürgerempfehlung. Ja?
Und dann hält sich aber der Stadtbezirksbeirat oder der Ortschaftsrat nicht dran oder der Stadtrat. Und ich sage nochmal, ein Verfahren muss ich, wenn ich einen solchen Aufwand betreibe, muss ich ein Verfahren dann bewahrheiten, wenn es zu Konflikten kommt. Und da sage ich, wenn es zu Konflikten kommt, und da ist von meinen Vorrednern ja viele schon gesagt worden ist, wie man denn mit Voten, die man ja durchaus vergleichen kann, einfach umgegangen wird. Und dieses Verfahren ist eben nicht geeignet, und zwar überhaupt nicht geeignet, hier etwas Positiveres auf den Weg zu bringen. Und das ist der Punkt. Und weil dieses Verfahren im Ergebnis nichts bringt, wir haben überhaupt keinen Nachholbedarf, was die Möglichkeiten an Bürgerbeteiligung angeht. Sondern das Einzige, was Sie schaffen, ist ein Anspruchsdenken möglicherweise, ziehen dann aber nicht die Konsequenz, wie Sie gesagt haben, können Sie leider nicht ziehen. Das ist, wie gesagt, alles zusammengenommen gut gemeint. Das, was wir in die Verfahren hier reinbringen, jeder überall draußen, beschwert sich jeder, warum dauert das alles so lang, was haben wir für komplizierte Verfahren, lasst es uns doch einfach machen. Jeder schimpft über ein Planfeststellungsverfahren, da ist die Bürgerbeteiligung par excellence drin. Das wird und das gibt in Bauleitplanungen insgesamt ist das der Fall, da ist die frühzeitige Bürgerbeteiligung alles drin. Also in den Verfahren, wo es dann, ich sag jetzt mal, wenn man so sich das mal landläufig sagt, die wirklich von großem Interesse sind, da ist das sowieso schon drin. Also meine Damen und Herren, die bauen hier einen Popanz auf und das ist das, wogegen ich mich wirklich ernsthaft verwahre. Wer meint, aus den Gründen, die ich genannt habe, stimmen wir da nicht zu, ist gegen Bürgerbeteiligung. Und das ist etwas, dieses Denken, das ist... ich beherrsche mich jetzt, aber das fällt auf Sie zurück. Diese Argumentation fällt auf Sie zurück und ist mit und spricht dem Geist, den Sie eigentlich mit dieser Satzung wollen, komplett entgegen. Und ich betone, und da schließe ich mich den Vorrednern an, Ihr eigener Politikstil, mit anderen Meinungen umzugehen. Es gibt bei Ihnen einige, und Herr Lichti, dazu gehören Sie, das ist mein Empfinden auch so, ja? Sie können sich gar nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand auf redliche Art und Weise eine andere Meinung und auch eine komplett andere Meinung hat als Sie. Und das ist genau das, was Sie hier sagen, Herr Schmierig, das ist das. Wer hier für diesen Antrag nicht ist, der ist gegen Bürgerbeteiligung. Das ist der Punkt. Und dieser Schluss ist unanständig. Und darauf lege ich Wert. Darauf lege ich nochmal Wert. Und das ist diese Unsäglichkeit dieses Politikstils, den Sie pflegen. Weil Sie andere, die nicht Ihrer Meinung sind, die sind alles andere, aber nicht redlich zu Ihrer Überzeugung gekommen. Und das ist beleidigend im Ergebnis. Und da bitte ich Sie einfach, hören Sie auf. Und wenn Sie damit aufgehört haben, dann können wir mit den ehrenen Grundsätzen, die Sie hier meinen, vertreten zu müssen oder in diesen Antrag hereininterpretieren zu müssen, dann können wir darüber reden. Aber so ist, so, ich sage nochmal, Herr Lichti, die erste Analyse ist, brauchen wir so etwas überhaupt? Und wir sind zu der Überzeugung gekommen und ich sage nochmal, und das nehme ich für mich in Anspruch, auf redliche Art und Weise zu der Überzeugung gekommen, dass wir dieses von vornherein überhaupt nicht brauchen, um effizient und wirksam Bürgerbeteiligung zu praktizieren. Das ist der Punkt. Und deswegen lehnen wir es ab, weil weniger hier einfach mehr ist. Herr Lichti, das ist der Punkt. Und darüber müssten Sie mal nachdenken. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Lichti, dann Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hochverehrter Herr Kollege Dr. Brauns. Ich freue mich ja, dass Sie jetzt so engagiert und so emotional in diese Debatte einsteigen. Es freut mich wirklich, macht ja immer Spaß, sich mit Ihnen zu kämpfen. Aber hätten Sie das doch vielleicht mal vor einem Jahr gemacht, hätten Sie doch unsere Angebote angenommen und hätten mit uns darüber diskutiert. Hätten Sie doch in den Ausschüssen mitdiskutiert. Hätten Sie sich doch an der Arbeitsgruppe des Oberbürgermeisters mitbeteiligt. Dann hätten wir das alles ausdiskutieren können. Da hätte ich Ihnen auf jede Ihrer Einwände hätte ich Ihnen antworten können. Aber wenn Sie heute
wo es hier im Stadtrat zur Abstimmung steht, sich hier hinstellen und sagen, ja, 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 ich hätte mich ja gerne eingebracht, aber Sie lassen mir ja keine Gelegenheit. Dann sage ich Ihnen, Herr Dr. Brauns, Sie sind unglaubwürdig. Sie sind unglaubwürdig. Und es ist schlicht und ergreifend so, ich glaube, der Kollege Treves war es, oder war es der Kollege Engemeyer, die gesagt haben, es interessiert Sie einfach nicht. Es interessiert Sie einfach nicht. Wie können wir die Bürgerinnen und Bürger mehr in den politischen Prozess einbeziehen? Wie können wir die Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen, dass sie tatsächlich von sich aus, ohne die Vermittlung von Parteien und Fraktionen, politisch handlungsfähig und handlungswirksam werden können? Und da sind wir nämlich beim Kern des Problems, Herr Dr. Brauns. Das ist nämlich eine grundsätzlich verschiedene politische Selbstverständnis. Sie hängen einem autoritären Politikverständnis an, das ist traditionell bei den Konservativen so, und wir hängen einem partizipatorischen Demokratieverständnis an. Ja, das ist so. Der Kollege Engemeyer kann Ihnen das gerne auch nochmal politikwissenschaftlich genau auseinanderfiletieren. Er hat es ja gerade eben vor uns versucht. Herr Dr. Brauns, Sie können ja gerne nochmal ran. Und jetzt will ich Ihnen nochmal eins sagen. Ihre Strategie ist ja immer so, waren nicht nur Sie, waren auch andere Redner von der konservativen Seite, die haben dann gesagt, ja, liebe Grüne, liebe Linke, liebe SPD, wir können euch ja gar nicht glauben, weil ihr habt ja damals, als es um das Bürgerbegehren, ich weiß nicht, vier offene Sonntage oder als es darum oder um jenes ging, da habt ihr ja irgendwie die Bürger nicht beachtet. Das heißt, was machen Sie jetzt gedanklich? Vielleicht können Sie mir versuchen, mal im Moment zu folgen. Sie machen gedanklich, Sie unterstellen uns unlautere Motive, und glauben, er hat es bestätigt, und glauben damit das Problem der Repräsentanz der Bürgerinnen und Bürger im demokratischen System in Dresden erledigt zu haben. Entschuldigen Sie, Herr Brauns, Sie sind Jurist, Sie können das verstehen. Diese Debatten liegen auf zwei verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, Sie sind auch in der Lage, das zu verstehen. Also bitteschön, tun Sie doch hier nicht diese Ausweichreaktion zeigen, indem Sie uns für unmoralische Bürgerbeteiligungsgegner erklären. Da habe ich keine Sorge, das glaubt Ihnen ohnehin keiner in der Stadt Dresden. Ja? Sondern beachten Sie doch tatsächlich, wie die Debatten hier laufen, was dort ist. Jetzt will ich noch mal was sagen, Herr Dr. Brauns, weil da haben Sie, glaube ich, die Satzung nicht richtig gelesen. Kein Bürger in der Stadt Dresden wird gezwungen, sich der Instrumente der Bürgerbeteiligungssatzung zu bedienen. Wenn es denn so ist, wie Sie behaupten, dass wir das Petitionsrecht haben, dass wir die Möglichkeit haben, dass Sie sich an Fraktionen wenden können, das bleibt doch alles erhalten, das wird doch nicht weggenommen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich doch entscheiden, was sie wollen. Und wenn die Bürgerin sagt, ja, die Petition reicht mir aus und dann wird dann irgendwas behandelt, ich bin da aber nicht dabei und rauskommt, tut auch nichts, bitteschön, dann können Sie sich weiterhin an den Petitionsausschuss wenden. Wir wollen einen Mehrwert machen. Und tatsächlich, das ist der Unterschied, wir halten das für einen Mehrwert, wenn in einem geordneten Verfahren mit einem Anspruch, nicht mit einer Gewährung seitens der Stadtverwaltung, wenn ein Anspruch der Bürgerinnen und Bürger Ihnen zur Seite steht, die tatsächliche Verwaltung zwingt, zu informieren, rechtzeitig zu informieren und Ihnen die Möglichkeit gibt, eine Empfehlung an den Stadtrat oder den Oberbürgermeister zu einer bestimmten Entscheidung abzugeben, dann ist das eine massive Verbesserung der demokratischen Einflussrechte der Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt Dresden. Und ich bin sehr dankbar für diese Debatte, weil sie zeigt nämlich, wer arbeitet daran, dass es tatsächlich mehr Rechte für die Bürgerinnen und Bürger gibt und wer arbeitet nicht daran. Deswegen vielen Dank für diese Debatte und stimmen Sie unserem Vorschlag zu. Die nächste Wortmeldung, Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren Stadträte, Herr Lichti, Ihr hoher Puls ist ganz einfach, wenn man so mal die reichlich 4 Jahre, die wir jetzt hier im Rat zusammensitzen, zurückdenkt, sehr selbstgemacht. Wahrscheinlich haben Sie Ihre Politik in Ihrer Rot-Rot-Grün Interessengemeinschaft so falsch gemacht, dass Ihnen die Mitglieder weggelaufen sind. Weil was haben wir auf der anderen Seite, was haben wir bei den Ausschüssen erlebt, Herr Lichti? Wie war es denn, wenn Rot-Rot-Grün einen Antrag gemacht haben? Sie haben sich gar nicht mit dem CDU, FDP, AfD-Lager befasst. Sie haben einfach durchgestimmt. Jetzt haben Sie keine Mehrheiten mehr und auf einmal wird groß vor der Wahl auf einmal von Bürgerbeteiligung geredet. Gucken wir die letzten Jahre zurück. Was haben wir hier erlebt?
Gerade die letzte Legislaturperiode ist da ein sehr gutes Beispiel. Mein Kollege Herr Cornelius hat schon darauf hingewiesen, es gab eine Gruppe von Stadträten, die Unterschriften gesammelt haben, wo sich Bürger zu einer Meinung äußern wollten. Dort war das Quorum so gut wie erreicht. Wir als Stadtrat, wenn wir die Bürgerbeteiligung so hoch halten wollten, dort die Bürger befragen können. Es gab in der letzten Legislaturperiode vom Rot-Rot-Grün-Lager eine Bürgerbeteiligung oder Bürgerbefragung zu den Krankenhäusern. Wir auf dem bürgerlichen Lager haben das Ergebnis akzeptiert. Die Krankenhäuser sind kurz davor, dass sie pleite sind. Die Mehrheit hat dafür gestimmt. Wir haben ja gesagt, wir akzeptieren es. 75% haben für die Waldschlösschenbrücke gestimmt und Sie haben es nie akzeptiert. Sie haben uns die UNESCO auf den Haufen geschützt, damit Dresden wieder mal in der Öffentlichkeit mit Dreck übergossen wird, was Sie sehr gern machen, was im rot-rot-grünen Lager deutschlandweit zu sehen ist, dass man seine eigene Stadt sehr, sehr schnell bei misswilligen Erscheinungen, die man nicht im demokratischen Lager verortet, dann ganz schnell über die eigene Stadt sieht. Man kann über die Montagsdiskussion, Demonstration, ja, oh, Diskussion, man kann darüber denken, was man will. Aber gerade wir als Dresdner wissen, was freie Meinungsäußerung, was das große Gut war. Dafür sind wir von 1990 auf die Straße gegangen. Wie gesagt, das war das Ziel, damit wir eine freie Gesellschaft haben. Dass Sie, Herr Schollbach, damit natürlich noch nie zurechtkommen, das ist klar. Aber wir wollten das und wir sind froh, dass es dazu gekommen ist. Und die Diskussionen rund um die Asylkrise und die Bürgerbeteiligung, also ich bin damals durch die Ortsbeiräte in Prohlis, Leuben gegangen, die Säle waren voll, die Bürger waren vor Ort. Und da habe ich erlebt, wie die Ortsbeiräte abgestimmt haben und wie der Stadtrat großherzoglich drüber gegangen ist und es nie interessiert hat. Ich habe da ein Erlebnis vom Herrn Avenarius im Ortsbeirat Leuben. Dort gab es eine Diskussion, dort wurde also Bürgerschaft gefragt, wie er dazu kommt, das zu abzustimmen. Da hat er gesagt, ich bin gewählt worden jetzt kann ich 5 Jahre noch machen, was ich will. Dafür sind wir gewählt worden. Und da gibt es genug Zeugen, weil der Raum war massenvoll und die mussten ausweichen. Wir als Bürger hier im Saal sind Vertreter für die Dresdner. Und wir alle sind es. Und wir sind verantwortlich, Sachen umzusetzen. Ich kann da ein Beispiel machen. Die Ortsbeiräte Leuben und Prohlis haben einstimmig einen Antrag und wir als Stadtrat dann auch abgestimmt, dass der Bahnhofsvorplatz in Niedersedlitz gemacht wird. Das war 2013, ich glaube schon fast 1900. 2013, bis jetzt hat es die Verwaltung nie gemacht. Solange wir uns als gewählte Vertreter der Dresdner uns gefallen lassen, dass die Verwaltung unsere Anträge nie umsetzt, da können wir Bürgerbeteiligung machen, wie wir wollen. Es geht darum, dass wir den Druck ausüben, den wir von den Wählern sozusagen übergeben kriegen. Und Herr Lichti, dass Sie jetzt kurz vor der Wahl dann das große Angst kriegen, das kann ich natürlich nachvollziehen. Wenn ich sehe, wie Sie in der letzten Zeit hier in Gutsherrnmanier die versucht haben, die Stadt zu regieren, wie gesagt, dann sind 3 Kollegen weggerannt. Auf einmal hatte man nicht mehr die Mehrheit und auf einmal redet man, dass man mit dem bürgerlichen Lager reden wollte. Wie gesagt, wer als Stadtrat in den Ausschüssen gewesen ist, dann hat man erlebt, wie Rot-Rot-Grün in den letzten 4 Jahren agiert hat. Und aus dem Grund brauchen wir uns von der Seite nichts zu erzählen über Bürgerbeteiligung, weil Bürgerbeteiligung liegt uns allen am Herzen. Wir können es aber nicht so machen, dass wir nur die Bürgerbeteiligung annehmen, die uns gefällt, die in unser politisches Denken fällt. Und das machen Sie gerade im linken Lager sehr, sehr wohl. Wie gesagt, ich habe es gesagt, einmal diese Befragung zu den Krankenhäusern und Waldschlöschenbrücken sind da schlagende Beweise, was die Bürger von ihrer sogenannten Bürgerbeteiligung zu erwarten haben. Nächster Redner, Herr Engemeier. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich versuche es auch kurz zu machen. Herr Genschmer hat ja jetzt nochmal eindrucksvoll bewiesen, dass er den Kern sozusagen der Sache einfach nicht verstanden hat.
Diese Bürgerbeteiligungssatzung regelt, dass es Bürgerbeteiligung gibt, wenn die Bürger das wollen. Wenn die Bürgerinnen und Bürger Bürgerbeteiligung wollen, findet sie statt. Nicht, wenn der Rat und irgendein Gremium oder wie auch immer es wollen. Das ist genau der Kern der Sache, dafür einen Anspruch in dieser Satzung zu verankern. Aber ich möchte noch etwas zur CDU sagen. Seien Sie doch etwas mutiger. Es gibt so viele Städte in Deutschland, wo gerade auch die CDU-Fraktion erkannt hat, ja, wenn wir so etwas mittragen, nee, da kriegen wir nicht Dresche dafür. Nein, die Bürgerschaft erkennt das auch an. Ich hatte eigentlich hier vorbereitet ein schönes Zitat der CDU-Fraktion aus Karlsruhe. Ich spare es Ihnen jetzt aus Zeitgründen. Ich verweise nochmal auf Görlitz. In Görlitz wurde die Bürgerbeteiligung am Ende mit 29 Ja-Stimmen zu 2 Nein zu einer Enthaltung angenommen. Eine solch breite Mehrheit. Und mal ganz ehrlich, die waren in einigen Sachen noch deutlich mutiger als wir. Nehmen Sie sich ein Beispiel daran. Noch ein Beispiel, Aachen. Aachen hat einen anderen Weg gewählt. Die haben gesagt, okay, wir erweitern tatsächlich unseren Petitionsausschuss und machen daraus so eine Art Bürgerforum. Zuletzt dort ein Antrag, gemeinsam eingebracht von der CDU, SPD, Grünen, Linken, FDP und den beiden Piraten. Warum nehmen Sie sich hier völlig raus und schimpfen nur am Ende? Das bringt niemanden voran. Und wenn Sie sagen, sowas muss sich bewähren, Herr Brauns, da sagen wir, ja genau. Deswegen gibt es in dieser Satzung einen Evaluationsparagrafen, der genau das macht. Er sagt, wir überprüfen das regelmäßig, wir gucken, was lässt sich daran verbessern und dann verbessern wir es. Und jetzt zu ganz guter Letzt noch ein Wort zu dem vermeintlichen Fraktionsvorsitzenden der AfD, der hier gesprochen hat. Ratsbegehren, Fernsehturm, richtig. Das Ratsbegehren hat hier im Stadtrat keine Mehrheit gefunden. Stattdessen haben wir von der Fraktion Die Linke gesagt, wir bringen das Vorhaben einfach direkt voran mit dem Antrag, der dann mit einer sehr großen Mehrheit hier im Stadtrat, auch mit Verbesserung des Oberbürgermeisters, dazu führt, dass wir jetzt einen Grundsatzbeschluss haben für den Fernsehturm und dass dort hoffentlich auch bald etwas passiert. Ich hatte noch was vergessen, deswegen war es doch noch nicht das letzte Wort, zu den Ortschaften. Ja, wir wollten im gesamten Stadtgebiet von Dresden die Ortschaftsverfassung. Das hat die CDU verhindert. Also schieben Sie uns bitte nicht in die Schuhe, dass irgendwelche Ortschaftsrechte beschnitten werden sollten. Wir wollten die Ortschaftsverfassungsrechte für die gesamte Stadt in ganz Dresden. Danke. So, damit ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Wird ein Schlusswort gewünscht? Sehe ich nicht, dann können wir zur Abstimmung schreiten. Wir haben einen Ersetzungsantrag vorliegen, den ich zunächst abstimmen würde. Hat eine Mehrheit, sind wir durch. Bekommt er keine Mehrheit, stimmen wir über den federführenden Ausschussbericht ab. Der ist ablehnend. Also zunächst, wer dem interfraktionellen Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, wäre jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Wer damit zu angehört.